Die Frage, die grundsätzlich gestellt wird, ist ja, was schafft dann überhaupt Vertrauen? Sicherheit schafft zum Beispiel Vertrauen. Oder hatten Sie schon mal die Erfahrung gemacht, dass Sie aus der Unsicherheit Vertrauen schöpfen konnten? Es ist wahrscheinlich eher so, dass aus der Unsicherheit weniger Vertrauen, vielleicht dann sogar Manipulation entstehen könnte. In der Schweiz gibt es eine Institution, die steht für die Sicherheit, sie bewegt sich für die Sicherheit und sie verteidigt auch unsere Sicherheit. Sie ahnen es ist die Schweizer Armee. Wir schätzen uns glücklich, dass wir als ersten Redner den Chef der Schweizer Armee bei uns haben. Das letzte Mal, vor einem Jahr, war ja die Departementsvorsteherin, Bundesrätin Viola Amherd hier und jetzt haben wir den Mann, der für die Armee direkt zuständig ist. Und wir freuen uns auf seine Rede. Da geht es tatsächlich natürlich um Sicherheit. Hier ist der Korpskommandant Thomas Süssli. Dankeschön. Ja, sehr geehrter Herr CEO KMU Swiss, dear Excellencies, besten Dank für die freundliche Einführung. Ja, geschätzte Damen und Herren, geschätzte CEOs, geschätzte Vertreter der Wirtschaft. Wenn ich hier in die Runde schaue, dann stelle ich fest, dass Herr Baumann etwas erfolgreicher ist als wir in der Armee, wenn es um Frauen geht. Wir haben ja das Ziel von 10% Frauen und ich sehe, er macht das erfolgreicher. Wir sind jetzt aktuell bei 1,4%, aber wir wachsen auch stark. Wenn Sie sich fragen, warum ich heute hier bin, an einem Wirtschaftsanlass, dann ist es auch, um Ihnen Danke zu sagen. Unser System in der Schweiz ist einzigartig, unser Milizsystem, und Sie sind es, die uns eben unsere Mitarbeitenden in der Armee zur Verfügung stellen. Und deshalb bin ich hier heute auch über das Engagement für die Sicherheit Schweiz zu sprechen. Ich möchte beginnen mit einem kurzen Rückblick. Was macht eigentlich die Schweiz einzigartig? Wo kommen wir her? Dann, wo stehen wir heute? Und vor allem auch, was ist das, was uns in Zukunft weiter bewegen wird? Was kommt denn auf uns zu? Ich möchte ganz kurz ableiten daraus, was sind denn die Gefahren und Bedrohungen und wie begegnet die Armee diesen Gefahren und Bedrohungen? Und möchte dann am Schluss noch einige Appelle an Sie richten. Sie ahnen es, das hat eben auch wieder damit zu tun mit unserem Milizsystem. Ja, wenn wir zurückschauen auf unser Erfolgsmodell Schweiz, vielleicht haben Sie es gelesen, im November 2019 war in der New York Times ein Artikel, der hatte die Überschrift The Happy Healthy Capitalists of Switzerland, also die gesunden, glücklichen Kapitalisten der Schweiz. Geschrieben hat das niemand anders als Ruchir Sharma, der hat das Buch geschrieben The Rise and Fall of Nations, als ein Experte, wenn es darum geht, was sind erfolgreiche Länder oder eben nicht so erfolgreiche Länder. Er hat geschrieben, an die Amerikaner gerichtet, ja, wenn ihr Beispiele sucht für erfolgreiche Länder, dann schaut nicht nur immer in den Norden von Europa, wo die skandinavischen Länder sind, weil mitten im Herzen von Europa ist ein kleines Land, eben Switzerland. Die machen sehr vieles sehr gut, die machen sehr vieles richtig. Die haben zum Beispiel ein gut funktionierendes Gesundheitssystem, das war 2019, das war noch vor Covid, aber wir haben es ja nachher dann bewiesen, haben ein gutes Bildungssystem, damit gemeint unser zweistufiges Bildungssystem, unsere Bildungslandschaft, die eben Durchlässigkeit ermöglicht. Die haben eine gut funktionierende Wirtschaft und das alles bei tiefen Steuern und gleichmäßig verteiltem Einkommen. Wir scheinen sehr vieles sehr gut zu machen. Die Amerikaner machen immer League Tables, the happiest people, da sind wir immer auf Platz 1 oder 2. Und wir sind jetzt das zwölfte Mal schon hintereinander prämiert worden für das innovativste Land der Welt. Offenbar machen wir sehr vieles sehr gut. Hat aber nicht immer so ausgesehen, wenn wir etwas zurückgehen ins 19. Jahrhundert. 1846 noch eine Hungersnot in der Schweiz. Jeremias Gotthelf hat ein Büchlein darüber geschrieben, das heißt die Armennot. Und auch wenn Sie die Schwarze Spinne lesen, dann lesen Sie eben von den ärmlichen Verhältnissen. Damals im Emmental, damals war die Schweiz auch auf Hilfslieferungen, auf Getreidelieferungen aus dem Ausland angewiesen. Und es hat noch nicht so erfolgreich ausgesehen. 1847, der letzte Krieg in der Schweiz, sprich nicht gerade für uns, Bürgerkrieg, der Sonderbundskrieg. Und es ist eigentlich nur der Voraussicht von General Dufour damals zu verdanken, dass es nicht schlimmer gekommen ist. Er hat gesagt, wir müssen nicht nur erfolgreich, siegreich aus diesem Krieg hervorgehen, sondern auch ohne Vorwurf.
und Historiker sagen, es hätte nur 150 Tote gegeben. Und es hat dann den Weg geebnet eben für den modernen Bundesstaat, für die Bundesverfassung 1848 und die Erfolgsreise der Schweiz. Das Erfolgsgeheimnis dann nach 1848, man kann sagen, vier Faktoren. Das erste wahrscheinlich Innovation. Wir Schweizer waren immer innovativ, deshalb sind wir auch Innovationsmeister immer noch. Dann die Industrialisierung. Wir haben sehr früh Spinnereimaschinen gekauft aus Großbritannien. Die chemische Industrie Basel ist daraus entstanden, die Farbproduktion, eben für diese Spinnereiprodukte, die Produkte dann zu färben. Handel war immer etwas, wir Schweizer haben keine Bodenschätze. Wir importieren, wir veredeln, wir exportieren. Ich weiß, dass viele auch von Ihnen betrifft. Wir sind Dienstleister. Und dann war aber immer ein Faktor, war auch Sicherheit in der Schweiz. Sicherheit, einerseits physische Sicherheit, deshalb kommen viele Firmen in die Schweiz, aber natürlich auch Sicherheit von Recht, Rechtssicherheit. Das führt dazu, dass viele Patentverwertungsgesellschaften bei uns sind. Das trägt sicher auch zur Innovation bei. Und vielleicht um den Faden von heute aufzugreifen, zum Erfolg damals gehörte auch 1848 Gründung des Bundesstaates, 1856 Gründung der Schweizerischen Kreditanstalt. Und darüber werden Sie nämlich jetzt auch heute und sicher in der Pause noch sprechen. Das ist die Erfolgsgeschichte der Schweiz. Und jetzt euch die Frage, ja, von da, wo wir herkommen, dahin, wo wir heute sind, da haben ja sehr viele sehr Gutes entschieden. Unsere Vorfahren, auch Sie, haben sehr vieles richtig gemacht. Die Frage ist jetzt, wie geht es weiter? Und vor allem die Frage, die sich stellt, reichen die Erfolgsrezepte der Vergangenheit, reichen die auch für die Zukunft? Und dafür müssen wir etwas in diese Zukunft schauen. Und Sie wissen ja, es ist nichts ist schwieriger vorherzusehen als die Zukunft. Ich möchte Ihnen dann ein Modell präsentieren, wo man etwas ableiten kann, was passiert denn heute und wie könnte die Entwicklung weitergehen. Ich möchte Ihnen aber zuerst ein Konzept vorstellen. Ich möchte sogar behaupten, wir kommen jetzt in die Welt 4.0. Und das hat nichts mit Arbeitswelt 4.0, da sind Sie zu Hause, sondern wir kommen in die Welt 4.0. Die Welt 1.0 in der Geschichte, in der modernen Geschichte, das war die Zeit im 19. Jahrhundert, das war die Zeit der Kolonien, es war die Zeit des Imperialismus. Diese Zeit endete mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges für die meisten Länder. Andere haben noch etwas länger gebraucht. Wir sind dann in die Welt 2.0 gekommen. Und wenn ich so ins Publikum schaue, dann hat es viele, die sich noch daran erinnern, das war die Zeit des Kalten Krieges. Es war die Zeit von zwei Systemen. Es war die Zeit des Westens, wo wir auch dazugehören, und es war die Zeit des Ostens, es war die Zeit von Kapitalismus gegen Kommunismus, es war die Zeit von NATO, gegründet 1949, und dann auf der anderen Seite der Warschauer Pakt, es war die Zeit der atomaren Abschreckung und des atomaren Gleichgewichts, es war eine Zeit von zwei Polen, geprägt von zwei Polen. Dann Ende 91 die Auflösung der Sowjetunion und dann sind wir sozusagen in die Zeit 3.0 gekommen, also die Zeit von 30 Jahren. Meine Töchter sind 25 und 27, die haben diese Welt 2.0 nicht mehr erlebt. Also eine Zeit von 30 Jahren, die wahrscheinlich in der Geschichte von Europa beinahe schon eine Anomalie sind. Das waren 30 Jahre des Friedens, der Prosperität. Ja, wir hatten den Jugoslawienkrieg, das war noch ein Nachbeben aus der Zeit 2.0. Es war eine Zeit des Friedens, es war eine Zeit, in der man auch sagen muss, die USA hat geholfen der Globalisierung, sie hat den sicheren Welthandel ermöglicht, die Sicherheit auf den Weltmeeren garantiert und das war die Zeit der Prosperität. Und wenn man jetzt von einer Zeitenwende spricht, von einer Zäsur, dann denke ich, das ist es tatsächlich, weil jetzt, und ich komme dann noch etwas auf den Ukraine-Krieg, wir gehen jetzt in eine Zeit 4.0 und das wird wieder eine Zeit sein, geprägt von zwei Systemen. Unsere westliche Welt, wahrscheinlich fast unverändert, aber auf der anderen Seite neu wird stehen China. Weil China ist etwas gelungen, eben in diesen 30 Jahren, in dieser Welt 3.0, in diesen 30 Jahren, was es in der Geschichte der Menschheit noch nie gab, es ist gelungen, von 80% Armut das zu kehren zu einem Mittelstand von 80%. China ist heute die zweitgrößte Wirtschaftsmacht, wenn man es Kaufkraft bereinigt, sogar die größte Wirtschaftsmacht der Welt. China bringt neben der wirtschaftlichen Größe auch einige geostrategische, militärische Herausforderungen mit sich. Ich werde dann auf diese eingehen. Aber einer der Gründe, wie China das geschafft hat, ist die Urbanisierung. Und ich möchte Ihnen deshalb ein Modell vorstellen, bestehend aus vier Kräften, die eben unsere Welt bewegen. Es sind vier globale Kräfte und die haben alle etwas gemeinsam, nämlich
sie werden unsere Zukunft verändern, sie lassen sich nicht mehr aufhalten und sie sind ihrer Natur her, sind sie exponentiell. Ich möchte aber, bevor ich auf die Kräfte eingehe, Ihnen doch noch das Prinzip der VUCA-Welt erklären. VUCA ist ein Ausdruck, ein amerikanischer Ausdruck, keine Abkürzung. Die steht für Volatility, Uncertainty, Complexity und Ambiguity. Sie erinnern sich, im Jahr 92, Zerfall der Sowjetunion, Francis Fukuyama hat das Buch geschrieben, The End of History, das Ende der Geschichte, The End of History and the Last Man. Und hat in diesem Buch hat eigentlich beschrieben, ja, jetzt wo die Welt eben nicht mehr bipolar ist, wo es nur noch unsere offene, liberale, demokratische Gesellschaft gibt, die den Globus umspannt, werden wir eben in eine Zeit gehen, also übrigens nicht sehr positiv geschrieben, so eine technokratische Zeit, aber es ist eine Zeitenwende. Francis Fukuyama hat übrigens jetzt ein Essay geschrieben, das heißt The Beginning of History, als sich die Zeit eben wieder ändert. In dieser Zeit war eigentlich eben unser globales demokratisches System, ich komme dann noch etwas darauf zurück, wenn es um Manipulation und Vertrauen geht, wo wir gemeint haben, dass jetzt wird die Zeit, wird alles positiv und besser, hat man am US Army War College, das ist eine Art Think Tank der US Armed Forces, hat man eben den Ausdruck VUCA geprägt. Man hat gesagt, ja, das stimmt, die bipolare Zeit ist vorbei, aber die Welt wird jetzt, sie wird volatiler, das heißt heftigere Ausschläge und raschere Ausschläge, sie wird unsicherer, das sind diese schwarzen Schwanereignisse, die sich häufen werden, die Welt wird komplexer, komplex heißt für mich, es ist kompliziert und dynamisch und sie wird eben vieldeutiger, also schwieriger zu interpretieren und es wird für Regierungen, aber auch für Entscheidungsträger wie Sie, wird es schwieriger mit den vorhandenen Informationen eben die richtigen Entscheide zu fällen. Und das ist diese VUCA-Welt, in der wir heute stehen. Die VUCA-Welt wird angetrieben von diesen vier Kräften und diese vier Kräfte ist von oben links beginnend eben die Urbanisierung, dann oben rechts die Demografie, dann unten links ist es der Klimawandel und unten rechts ist es die vierte industrielle Revolution. Ich möchte Ihnen nicht die wirtschaftlichen Auswirkungen zeigen dieser VUCA-Welt, dieser vier Kräften, sondern möchte mehr eingehen auf Gefahren und Bedrohungen, die eben daraus entstehen und die dann wieder uns als Schweiz und die Sicherheit der Schweiz interessieren. Beginnend bei der Urbanisierung, ich habe es gesagt, immer mehr Menschen leben in Städten, die Städte werden immer größer. Es gibt bereits heute gibt es 30 sogenannte Megacities, also Städte mit mehr als 10 Millionen Einwohnern. Wenn wir uns fragen, ob in diese 30 sind, ja, wie viel gibt es davon in Europa? Paris, London und dann noch das Rhein-Ruhr-Gebiet, das die Deutschen auch etwas bekommen. Das sind drei in Europa. Es sind zwei in Nordamerika, das ist New York und Los Angeles, es sind fünf in unserer westlichen Welt, wie wir sie kennen. Und die Frage natürlich, wo ist denn der Rest? Also nicht selbstverständlich in den aufstrebenden Ländern. Und allein 10 davon, von diesen Megacities, sind in China. Und bin nicht sicher, auch wenn wir hier Schwarmintelligenz brauchen würden, ob wir dann die 10 Städtenamen zusammenbekommen würden, weil wir beobachten sehr wenig, was in China passiert. Ich möchte Ihnen ein Beispiel sagen, noch auch wirtschaftlich. Dafür, das ist das Pearl River Delta, das ist die Gegend hinter Hongkong. Dort sind Städte wie Shenzhen, Guangzhou. Zurzeit noch in den 90er Jahren, als Hongkong als Kolonie den Chinesen wieder für die Übergangsregierung, die Übergangsphase übergeben wurde, waren Shenzhen etwa 700.000 Einwohner, heute sind es 17 Millionen. Guangzhou zählt zu den größten Städten. Das Pearl River Delta hat 120 Millionen Menschen und ist der Wirtschaftsmotor von China geworden. Wie ich es gesagt habe, China ist es gelungen, mit Hilfe der Urbanisierung eben einen Mittelstand zu erreichen von etwa 700 bis 800 Millionen Menschen und ein wirklich Reiche von etwa 100 Millionen Menschen. China per Verfassung ist nicht ein aggressives Land, aber es gibt natürlich einige Herausforderungen und zwei davon kennen Sie. Eins ist das Südchinesische Meer und das andere ist Taiwan. Wir waren letztes Jahr am Shangri-La-Dialog in Singapur, das ist so das Sicherheitskonferenz wie München, aber von Asien. Dort hat am zweiten Tag hat Secretary of Defense Austin gesprochen, also der amerikanische Verteidigungsminister, und er hat ganz klar gesagt, die USA wird alles sicherstellen für Freedom of Movement im Südchinesischen Meer, aber auch Unterstützung für Taiwan. Präsident Biden hat sich sogar so weit herausgelassen und gesagt, dass die USA Taiwan auch militärisch unterstützen würde. Am dritten Tag kam dann General Wei, das ist der chinesische Verteidigungsminister, und hat ohne in der Übersetzung das Wort Krieg zu gebrauchen, auch unmissverständlich klar gemacht,
dass China keine Einmischung im südchinesischen Meer und in der Taiwan-Frage duldet. Und das sind die geopolitischen Herausforderungen, die China mit sich bringt. Nicht aggressiv, aber es sind vor allem diese zwei Fragen. Wenn wir zurückgehen auf unsere vier Kräfte, dann die Demografie. Wir werden immer älter. Und das ist eingangs gesagt, das ist das, was auch Ruchir Sharma festgestellt hat, dank unserem Gesundheitssystem, unserer Art zu leben, unserem Sozialsystem, wir werden immer älter. Wenn Sie mit 65 pensioniert werden, haben Sie statistisch noch 18 Jahre, wo Sie gesund Ihr Leben genießen können. Ein Teil, eine Herausforderung damit sind die Kosten, die damit entstehen, die sozialen Kosten, Gesundheitskosten, aber auch die Alterspyramide. Es sind immer mehr, weniger Menschen in der Arbeitswelt. Und wahrscheinlich hat China eine der größten demografischen Altlasten, Hypotheken, eben mit der One-Child-Policy früher, aber auch in Europa werden die Erwerbstätigen werden zurückgehen in den nächsten Jahren. Das ist nicht ein militärisches Thema, aber es ist weniger Geld am Schluss zur Verfügung, eben für Bildung, für soziale Wohlfahrt, für Infrastruktur, aber auch für Sicherheit. Eine weitere Herausforderung demografisch ist Nordafrika. Nordafrika sind 40% der Menschen sind unter 30. Die Jugendarbeitslosigkeit ist immer noch weit über 50%. Und Sie können sich selber ausmalen, was passiert, wenn eben junge Menschen, die eine Ausbildung abgeschlossen haben, keine Arbeit finden, was mit denen passieren wird. Auch das ist eine demografische Hypothek. Dann unten links der Klimawandel. Und es geht mir nicht darum, wer den Klimawandel verursacht, was man sieht hier. Das Bild ganz unten links ist übrigens der Triftgletscher im Kanton Bern. Das Bild unten links ist in den 1940er Jahren entstanden und das Bild ganz rechts ist 60 Jahre später. Und das hat damit zu tun, das Schmelzen der Gletscher, übrigens letztes Jahr ein Rekordschwund der Gletscher, hat damit zu tun, dass die Atmosphäre immer wärmer wird, jetzt auch wieder aus Sicht der Gefahren. Einerseits warme Luft nimmt mehr Feuchtigkeit auf, das heißt mehr Niederschläge, mehr Murgänge, mehr Überschwemmungen. Andererseits aber wird sich auch auf unserem Globus eben die Sahara-Sahel-Zone ausweiten und genau dort, wo eben die Erdbevölkerung noch am stärksten wachsen wird in Zukunft, das sagt die WHO, also die Erdbevölkerung wird bis 2050 nach etwa 2 Milliarden wachsen, das größte Wachstum in Afrika, dort, wo die Gegend eben jetzt durch Klimawandel nicht mehr bewohnbar sein wird, weil es eben kein Leben mehr gibt, mehr Menschen, die sich auf die Suche nach einem besseren Leben machen Richtung Norden. Kommen dann noch kurz darauf zurück. Und dann unten rechts die vierte industrielle Revolution, dieser Herr steht für das. Die erste industrielle Revolution war die Zeit, wo man Muskelkraft durch Dampfkraft ersetzt hat. Die zweite war dann elektrischer Strom. Die dritte kennen wir noch, das war die Digitalisierung oder Computer. Wir kommen jetzt in die vierte, nämlich die Revolution der Intelligenzen. Und ich denke tatsächlich, es ist eine Revolution anhand der Geschwindigkeit, wie sich künstliche Intelligenz entwickelt. Vor wenigen Monaten noch war ChatGPT kein Thema. Heute spricht alle Welt davon. Wahrscheinlich werden einige von Ihnen schon darüber nachdenken, wie sie das ins eigene Geschäftsmodell integrieren können. Künstliche Intelligenz hat auch eine militärische Bedeutung. Immer mehr Computer oder immer mehr Sensoren, militärische Sensoren, das heißt Kameras, Sensoren sind, die nehmen in verschiedenen Sphären nehmen sie Ereignisse wahr, aber auch die Effektoren, die Waffen werden immer mehr mit künstlicher Intelligenz angesteuert. Es gibt wie vier Ansätze dazu. Es gibt den amerikanischen Silicon Valley, immer noch führend in künstlicher Intelligenz. Wir wissen, dass die Amerikaner experimentieren im militärischen Umfeld, dass sie erste Waffensysteme mit künstlicher Intelligenz ergänzen, aber es ist immer noch der Mensch, der am Schluss entscheidet und auf den Knopf drückt. Dann gibt es den russischen Ansatz. Präsident Putin hat vor einigen Jahren in einem Interview gesagt, wer künstliche Intelligenz beherrscht, beherrscht die Welt. Und wenn Sie das Video schauen, es ist auf YouTube, dann sehen Sie, wie seine Augen zu glänzen beginnen. Russland weiß man, dass sie damit experimentieren. Man kann nur sagen, zum Glück sind alle diese Hightech-Entwicklungen, die Russland im Labor tätigt, heute nicht zu sehen im Ukraine-Krieg. Der dritte Ansatz ist der chinesische. China hat sehr viele Daten. Also wenn künstliche Intelligenz eine Rakete wäre, dann wären Daten der Treibstoff. China experimentiert. Wir wissen aber nicht, was China damit macht. Und dann gibt es noch den europäischen Ansatz. Das heißt, man versucht mit ethischen Grundlagen Wissenschaften nach Europa zu bekommen, um im Bereich künstliche Intelligenz zu forschen. Und ich überlasse jetzt Ihnen die Beurteilung aus militärischer Sicht, welches die gefährlichste Entwicklung ist. Nun, was sind denn die Bedrohungen und Gefahren, die daraus entstehen? Ich habe einige schon angeschnitten. Bei uns sind Gefahren, sind es,
wenn keine Gegenseite involviert ist, die eine Absicht gegen uns hat. Also sobald eine Gegenseite da ist, Absicht, sprechen wir von Bedrohungen. Und die Bedrohung ist nichts anderes zu verstehen, als es ist das militärische vorhandene Potenzial, und das ist enorm, in Europa, in unserem Interessenumfeld, multipliziert mit der Absicht. Und Absichten können sich schnell ändern. Wenn wir die Armee jetzt auf die Zukunft ausrichten, dann müssen wir versuchen zu verstehen, was sind denn die Potenziale in den 30er Jahren, wie können wir das wissen? Das ist das, was unser militärischer Nachrichtendienst feststellt, was heute erforscht und entwickelt wird. Und wir müssen selber unsere Entwicklungsprozesse in der Armee sind 7 bis 12 Jahre, und wir müssen, das heißt, wir müssen jetzt schon weit in die 30er Jahre schauen. Wie nehmen wir die Bedrohung wahr? Es sind 4 Merkmale. Das erste Merkmal ist, der Gegner wird in Zukunft, wir nennen das Operationssphären, das ist das, was Sie unten in der Mitte sehen, der Gegner wird in Zukunft in all diesen Sphären gleichzeitig und vernetzt wirken. Das heißt, er wird im Weltraum seine hochauflösenden Sensoren haben, in der Luft die Wirkmittel, das wären sein Marschflugkörper, ballistische Raketen, Drohnen, immer mehr. Drohnentechnologie ist nicht mehr wegzudenken aus der Kriegführung, das sehen wir heute im Ukraine-Krieg. Er wird als zweites Merkmal, der Gegner wird nicht primär unsere Stärken angreifen, sondern unsere Schwachstellen. Und das ist einerseits unsere kritische Infrastruktur, hauptsächlich unsere Stromversorgung. Wir sind uns manchmal gar nicht bewusst, wie abhängig wir vom Strom sind. Es ist nicht nur das elektrische Licht, es ist vor allem auch die Kommunikation. Kurze Zeit ohne Strom funktioniert die Kommunikation nicht mehr. Züge fahren nicht mehr, Licht geht nicht mehr, Heizung geht nicht mehr. Das Essen im Kühlschrank wird schlecht, im Tiefkühlfach. Was aber auch vor allem ist die Schwachstelle unserer Gesellschaft, und jetzt kommt eben das Thema Vertrauen, ist auch unsere offene, liberale, demokratische Gesellschaft, was eine Stärke der Schweiz ist, aber auch eine Verwundbarkeit. Und der Gegner wird versuchen, im Informationsraum eben Deutungshoheit zu erlangen, er wird aber vor allem versuchen, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die staatlichen Institutionen und in die Medien zu beeinträchtigen. Ein Beispiel dafür ist die Einmischung von Russland in die amerikanischen Wahlen, was eigentlich nicht darum ging, Stimmen zu gewinnen, sondern eben Verunsicherung zu schaffen. Und wir gehen davon aus, dass man sich sogar bei diesen Cyberangriffen, dass man sich sogar erwischen lassen wollte, weil eben so der Effekt größer ist auf die Verunsicherung. Und das ist dann eben auch die Beeinträchtigung des Vertrauens durch Manipulation. Das dritte Merkmal eines Gegners in der Zukunft wird sein, dass er wir haben vernetzt und gleichzeitig gewirkt, genau. Er wird am Schluss, kann man sagen, auch in Zukunft werden Konflikte, wenn es denn nötig ist, werden am Boden entschieden. Und das ist das, was wir in der Ukraine sehen. Wir sprechen viel von hybrider Kriegführung. Auch der sicherheitspolitische Bericht der Schweiz spricht von hybrider Kriegführung. Aber am Schluss, auch in den 30er Jahren, wenn Konflikte entschieden werden, dann werden sie am Boden entschieden. Und dann ist es schließlich, wenn es in der Schweiz zu Konflikten kommt, muss die Armee damit rechnen, dass wir eben in unserem eigenen Gelände, in unserem urbanen, überbauten Gebiet kämpfen müssen. Und das ist die Ausrichtung, wo wir hingehen. Ich möchte Ihnen jetzt am Schluss noch, wenn ich Sie schon die Gelegenheit habe, möchte ich Ihnen noch 3 Botschaften mitgeben, wie wir eben sicherstellen können, dass die Armee auch in den 30er Jahren noch die letzte Sicherheitsreserve der Schweiz ist. Mein erstes Thema ist langfristige Sicherheit. Die Armee, wie sie heute ist, ist das Produkt der Armee 21 aus dem Jahr 2004. Damals haben wir darüber abgestimmt und gesagt, die Schweizer Armee soll die Verteidigungsfähigkeit als Kompetenz erhalten. Und das ist auch gut gelungen. Unsere Milizarmee kann das. Letztes Jahr war die Übung Pilum, wo sie das bewiesen hat. Unsere Miliz kann das immer noch. Aber wir haben eben nur Kompetenzerhalt. Wir haben aber keine Tiefe mehr in der Verteidigung. Wir haben keine Kriegslogistik mehr, die haben wir abgeschafft. Wir haben wenig Bevorratung. In der Ukraine verschießt die ukrainische Armee an einem Tag so viel Munition, wie in Europa in einem Monat produziert wird. Wir haben wenig Bevorratung, steht auch im sicherheitspolitischen Bericht. Unsere Bevorratung heute ist auf die Ausbildung ausgerichtet. Also auch das müssen wir machen. Und die Botschaft eigentlich ist, 2004 hat man gesagt, ja, wenn sich die Sicherheitslage in Europa ändert und man muss die Verteidigungsfähigkeit wieder erhöhen, dann haben wir 10 Jahre Zeit. Und diese 10 Jahre, dieser Aufwuchs hat letztes Jahr begonnen mit dem Entscheid des Parlamentes, der Armee bis 2035 jetzt
1% BIP zu geben. Also dieser Aufwuchs hat jetzt begonnen. Wir müssen aber langfristig denken. Warum langfristig? Weil eben die Entwicklungen bis in die 30er Jahre gehen. Und wir brauchen die nächsten Jahre Planungssicherheit, wenn wir eben die Verteidigungsfähigkeit wieder hochfahren. Dann unser Milizsystem. Das ist einzigartig, auch in der Welt. Immer wieder, wenn Homologen, andere Armeechefs in die Schweiz kommen, die staunen immer, wie das möglich ist, dass zum Beispiel ein Panzerbataillon am Montag im Wiederholungskurs, das sind alles Zivilisten, die so aussehen wie sie am Montag im Wiederholungskurs das Material fassen und bereits am Mittwoch im Hinterrhein dann mit Leopard-Feuerbewegung machen, können das gar nicht glauben, dass das möglich ist. Wir sind beinahe Weltmeister im Mobilmachen, mit der Mobilmachung. Wir können in 10 Tagen 35.000 Armeeangehörige mobil machen. Aber das Milizsystem ist etwas bedroht. Es ist ja nicht nur die Feuerwehr, Zivilschutz und die Armee, sondern es geht vor allem darum, dass sie die Wirtschaft, diese Leute auch gehen lassen. Aktuell sind es jedes Jahr über 2.000, die zu viel aus der Armee gehen, also nicht insgesamt. Es sind 10.000, 2.000, die zu viel gehen. Das hat einen negativen Einfluss auf die Bestände. Auch im Zivilschutz dasselbe. Zivilschutz fehlt Personal. Und wir brauchen Sie, die eben mithelfen, das Milizsystem wieder attraktiv zu machen. Und wie können Sie einen Beitrag leisten? Ganz einfach, weil unsere Miliz ist ja nichts anderes, das sind Schweizer Bürgerinnen und Bürger, die einen besonderen Dienst für die Sicherheit von uns allen leisten. Und was unsere Miliz braucht, das ist Wertschätzung. Und sagen Sie doch einfach das nächste Mal, wenn Sie einen Soldatin oder Soldat am Bahnhof sehen oder im ÖV, sagen Sie doch einfach Danke. Dann das dritte, Leadership. Und das ist etwas, was Sie direkt einen Nutzen haben von der Armee, nämlich die Führungsausbildung der Armee. Herr Baumann, Hauptmann Baumann kann das bestätigen. Die Armee ist die einzige praktische Führungsausbildung der Schweiz. Ich war als Milizler, ich war viel in Führungsausbildungen, als ich noch in der Wirtschaft gearbeitet habe. Wir waren eine Woche irgendwo in einer Berghütte, da bin ich an den Arbeitsplatz zurückgekommen. Die Mitarbeiter haben schon die Stirn gekräuselt, haben gesagt, oh nein, der Chef, der war wieder in einem Kürzli. Und in der Armee, was der Unterschied ist in der Armee, wir bilden nach zivilen Standards Führung aus. Und das ist das, was sie auch machen, nämlich nach Grundsätzen der transformationalen Führung. Und dann kommt eigentlich das Besondere, es sind 18 Wochen, wo eben die jungen Kader Zeit haben, das Erlernte praktisch anzuwenden. Führung lernt man nicht aus Büchern, wir schwimmen auch nicht, sondern aus Erfahrung und vor allem, indem man über diese Erfahrung nachdenkt. Und das ist die Begleitung, das Coaching, das die jungen Kader bekommen, eben in der Zeit des Abverdienens. Dann, wenn Sie in Ihrer Sprache der zweite USP beim Führen, das ist die Führungsmethode, der Führungsprozess der Armee. Und ich weiß, es gibt das Harvard-Modell und das St. Galler-Modell. Unsere Methode ist sehr einfach. Neues Problem, Problemerfassung, Beurteilung der Lage, Varianten bilden, entscheiden, einen Plan machen und dann vorne hinstehen und kommunizieren. Das übt man während der ganzen Zeit im Militär und das bleibt irgendwo im Reptilhirn haften. Und immer wenn man dann eine neue Problemstellung hat, dann geht gleich dieser Prozess los. Und der dritte USP, ich würde sagen, das ist Krisenmanagement. Das ist das Zusammenarbeiten von Spezialisten zugunsten eines Chefs, um in kurzer Zeit mit eben wenigen Informationen in dieser VUCA-Welt brauchbare Entschlüsse fassen zu können. Während Covid haben viele Krisenstäbe, Polizei, Spitäler, haben mit den militärischen Krisenmanagement-Methoden gearbeitet. Und dadurch komme ich noch einmal zur Aufforderung an Sie, geschätzte Damen und Herren. Denken wir Sicherheit langfristig. Wir wissen nicht, wie sich die Welt entwickelt. Es ist eine VUCA-Welt. Sie kennen das. Die Anzahl Varianten geht auseinander. Es kann sehr gut kommen. Es kann aber auch sein, dass es nicht gut kommt. Die Armee ist die letzte Sicherheitsreserve der Schweiz. Helfen Sie mit, unser Milizsystem zu bewahren. Es ist einzigartig weltweit. Es ist ein Bottom-up-System, wie es zu unserer Schweiz passt. Aber wir brauchen diejenigen, die eben zu uns in die Armee kommen, die ihren Dienst leisten. Und Sie in der Wirtschaft, Sie können diese ermutigen, Sie können sie gehen lassen und bitte sagen Sie ihnen Danke. Und das dritte dann militärische Führungsausbildung. Schauen Sie sich das an, lassen Sie junge Kader, die bei Ihnen arbeiten, lassen Sie sie gehen und weitermachen und Sie bekommen auch einen Payback in Form einer Führungsausbildung. Und wenn wir das alles machen, dann wird die Armee auch in den 30er Jahren noch die letzte Sicherheitsreserve der Schweiz sein. Besten Dank. Ja, besten Dank, Thomas Schneider.
Thomas Süssli, Entschuldigung. Etwas nimmt mich wunder. Sie haben die Ukraine kurz angesprochen. Welchen Einfluss spüren Sie, nehmen Sie wahr, bezüglich Vertrauen in die Schweizer Armee, gerade aufgrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine? Wie äußert sich das? Ich glaube, es sind zwei Effekte. Das eine ist vor allem aus der Wirtschaft. Ich glaube, man spürt wieder, dass Sicherheit in der Schweiz eben nicht nur einen Wert hat, sondern dass es auch einen Preis hat. Und ich spüre auch die Bereitschaft, eben diesen Preis zu bezahlen. Das ist das eine. Das zweite ist mehr Wertschätzung den Dienstleistenden gegenüber. Ich habe Sie vorhin gebeten, Danke zu sagen. Das war ich umgekehrt inspiriert, weil es sind junge Rekruten, schon letztes Jahr sind zu mir gekommen oder haben mir geschrieben und gesagt, es ist für sie eine Riesenfreude, dass eben auf der Straße wieder gedankt wird und eben Wertschätzung entgegengebracht wird. Und ich glaube, es ist ein Zeichen des Vertrauens. Vielleicht noch etwas institutioneller als Armee. Wir sind natürlich bewusst jetzt, der Druck steigt auf Europa. Viele unserer Nachbarländer haben Verteidigung wieder ins Zentrum gestellt. Das machen wir auch. Das heißt, wir müssen die Armee konsequenter weiterentwickeln. Eigentlich nichts anderes als dieses Vertrauen auch in Zukunft verdienen zu können, das wir heute spüren. Wenn wir abschließend schon explizit von Vertrauen reden, gilt das nach wie vor? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist aber besser. Ja, ich habe vorhin gesagt, oder transformationale Führung. Für mich ist Führung oder Leadership, wir brauchen dieses Wort übrigens in der Schweizer Armee und es ist eine unserer Ambitionen, in Zukunft auch mit Leadership verbunden zu sein. Leadership hat wie 5 Vs, das passt auch gut zusammen. Ein Leader muss ein Vorbild sein, er muss eine Vision formulieren können und jetzt kommt es eben, er muss Vertrauen geben am Schluss auch und da geht es darum, noch Verantwortung zu übertragen. Und Vertrauen ist in der Führung ist essentiell. Nur jetzt kann man in der Armee, sagt man, kommandieren, kontrollieren, korrigieren. Das würde etwas gegen das Vertrauen sprechen. Aber wir führen in der Armee eben nicht mit Befehlen. Viele denken, Armee, das ist irgendwie veraltet, staubig, altmodisch, da wird befohlen. Nein, wir führen mit Aufträgen. Auftrag heißt, man gibt ein klares Ziel vor. Man gibt eben dem Unterstellten die Mittel, die er braucht. Und dann lässt man ihn arbeiten, lässt man ihn an dieses Ziel kommen, lässt ihm viel Freiheit. Und das braucht Vertrauen. Dürfen Sie als oberster Chef Geschenke annehmen, Thomas Süssli? Es gibt eine Spesenregelung oder eine Regelung bei uns, die besagt, ich darf nur annehmen, was man essen kann, trinken kann oder was brennt. Es ist Tradition, dass alle Redner und Rednerinnen beschenkt werden. Das ist für Sie. Herzlichen Dank, Vorkommandant Thomas Süssli. Danke. Dankeschön. Danke.